Guten Morgen. Es ist Montag, der Vorheiligabend, der Montag. Ich weiß das Datum nicht. Wir sind gerade aufgestanden. Und, hallo, Fokus, jetzt. Bernd ist mit Smurfy raus und ich habe schon mal Kaffee gekocht. Ich durfte hier bleiben. Also ich darf immer hier bleiben, ne? Aber heute bin ich mal hier geblieben morgens. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr viele Spaziergänge hier bleibe. Einfach weil ich diese, weiß ich nicht, 15.000 Schritte nicht mehr schaffe. Jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kekse. Unser Spritzgebäck. Wir sind schon live in der Welt. Betty, sag mal was. Erstmal müssen wir den super wunderbaren Sauerteig zeigen, den wir produziert haben. Guck mal. Der schlägt richtig schön Luft. Das ist einfach nur Roggenmehl und Wasser über mehrere Tage gefüttert und der riecht richtig schön sauer. Und davon machen wir jetzt ein super geiles Brot in unseren super geilen Brotbackautomat. Er ist bereit. Der Hund ist bereit. Er sitzt da und wartet, ob die Dinge runterfallen, die Schwerkraft ihm zufügen. Ich backe das heute nicht im Brotbackautomat, sondern mit dem Gärkörbchen, weil es einfach schöner wird. Das werdet ihr nachher sehen. Mach mal Licht an. Ja. Das zeigt mich auch. Soll ich das Rezept vom Brot in die Infobox schreiben? Mir ist das egal. Mache ich euch. Schreibe ich euch rein. Das ist echt freuen sich die Menschen. Ja, nur zum Kneten mache ich das jetzt hier rein. So. Weil wir knetfaul sind. Knet. Hier, 9. 9, 10 Minuten. Fertig. Ist echt gelohnt schon der Brotback-Dings, ne? Ja. Müssen wir mal hinkriegen, dass die Brote ein bisschen fluffiger werden. Das wäre noch toll. Ja, das versuchen wir ja jetzt. Aber weil das jetzt ganz frischer Sauerteig ist, machen wir da Hefe noch mit rein. Und wenn der älter ist, also weil wir ja jetzt nicht alles von dem Sauerteig nehmen, sondern nur 500 Gramm, dann bleiben ungefähr 300-400 über und immer wieder nimmt man den. Ja, ja. Und dann im halben Jahr, immer wieder also kann man immer weniger Hefe benutzen. So. Brauchen wir eine schöne Schüssel. Wichtig ist, dass die schön ist. Ja, die. Warte mal. Er sitzt gut, sagt aber Herrchen auf der Füße. Ja. Er sagt, was macht Frauchen da für ihn? Ja, für ihn mache ich das, genau. Wasser, warmes Wasser. Soll ich dann hinter mitfilmen? Du möchtest. Der ist halt so schwierig, weil. Da kann ich herausschneiden dann auch. Musst du mal wissen. Mir ist das egal. So, 230 Wasser. Dann 500 Gramm Sauerteig. Den fütterst du jetzt in der Schüssel wieder an. Das, was überbleibt, das mache ich in ein Schraubglas. Den kann ich dann, ich glaube, 7 Tage im Kühlschrank lagern. Und dann ein neues Brot machen oder ich kann den auch einfrieren. Ja, was machen wir damit, frage ich dich. Füttern wir den neu an? Ja, einer Woche würde ich dann wieder ein neues Brot damit machen. Es gibt ja auch verschiedene Rezepte. Das ist jetzt halt nur... Eine Woche. Haben wir ein Brot für eine Woche. Na, ich kann ja auch morgen einen neuen Teig ansetzen damit. Nur eine Woche kann der ohne Kümmerung im Kühlschrank sein. So wie wir. Alleine. Wie heißt das? Misanthrop. Ja. Der braucht nicht so viel. Misanbrot. Misanbrot. Das würde das gerne mal lecken. Meinst du, das schmeckt ihm? Nein. Dem schmeckt alles, aber dann kriegt er wieder. Wie heute Morgen. Ja. Weckt er uns mit feinen Geräuschen. Okay. Und jetzt kommt der. Wollen wir keine 500, sondern 480. Ja, ich habe ja hier auch noch was dran. Und das. Ja. Ja, brauche ich ja jetzt nicht wiegen. Ein bisschen Pi mal Daumen ist in der Küche immer dabei bei mir. Das können wir auch in unser Rezeptbuch schreiben, das Rezept. Machen wir. Und in die Dropbox. Auch. Überall schreiben wir das rein. Damit es auch jeder sieht. So. Und wie viel Mehl machst du jetzt da dran? Pro? Ja, das. Kilo? Nein, wenn du wieder neu anmischen möchtest, meine ich. Ach so, dann ich wiege den ja gleich, wenn ich den in das Glas fülle. Und dann?
Und dann immer, zum Beispiel, das sind jetzt 200 Gramm noch Sauerteig. Und ich will den wieder füttern, dann mache ich 100 Wasser, 100 Mehl. Pro Tag. Beim Tag immer. Ja. Und dann bei 400 Gramm machst du 200, 200. Ja. Bisschen schlechter Kameramann. So, jetzt kommt Hefe. Das Murphy ist ganz aufmerksam. Ja, das kriegst du hin mit mir. Dann mache ich gleich 15 Gramm Salz. Das ist ungefähr ein Esslöffel. Und jetzt kommt das Mehl. Dann einmal Typ 1050, dunkles Weizenmehl. 240 Gramm. Und was mit dem Rest, der noch da in der Schüssel ist, an dem Sauerteig? Nichts. Zu ablecken? Nein, der muss da rein. Hm. Was denn? Da bleibt eh viel, da bleibt eh was hängen an der Schüssel. Könnte ich nie arbeiten. Awesome. So ungefähr. Das würde mich irre machen, weißt du das? Deswegen mache ich das ja auch. Schmeckt lecker. Guck, jetzt kommt auch der Sauerteig rein, ja, siehst du? Ich weiß nicht, das ist aber falsche Reihenfolge. Das wird bei mir nicht gehen. Der innere Monk muss jetzt mal leise sein. Das ist so wie Nachnamen klatschen und tanzen. 260, das ist gar nicht so schlecht. Einfach schütten. Das ist ein Schüttbrot. Du bist dumm. Ey, du hast das so gerne immer gegessen. Ja, habe ich auch. Aber wenn ich gewusst hätte, wie willkürlich das zusammengesetzt worden ist, dann hätte ich immer Angst gehabt, reinzubeißen. Ja. So. Was jetzt? Was jetzt? Ein Schuss Zucker. Auch Etty. Was ist denn los? Wir haben alles. Etty, was ist los? Was, jetzt habe ich Teig im Gesicht irgendwie. Ja, mach rein. Jetzt können wir kneten hier. Mach also lieber zu. Maschine. Sonst fällt da noch was raus oder rein. Eine Hummel oder so. Mal gucken, ob 10 Minuten reichen. Soll ich zumachen? Da kommt Staub doch raus. Ja, noch zu. Und, hör mal zu. So, und das Gärkörbchen mehle ich dann nachher, bevor das... Okay. Lass mir mit Obst da, wa? Ups, ja. Ups, ups. Wie Angst hat am Anfang. Oh, was ist los? Möchtest du eine Kaki haben? Na, das sind echt noch 200 Gramm Sauerteig. Den stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Und dann kann ich demnächst noch ein Sauerteigbrot backen. Und der Teig wird fein geknetet. Das Gärkörbchen habe ich jetzt schön mit Mehl gemehlt und da kommt gleich der Teig rein und dann wird er zugedeckt und kann anderthalb Stunden erstmal gehen. Mein letzter Sauerteig, der hatte auch einen Namen. Ich weiß allerdings gar nicht mehr welchen. Ich kenne nur, der berühmteste Sauerteig ist, glaube ich, der Hermann. Das ist so ein Sauerteig, den man immer weiter verschenkt und dann müssen die Leute den füttern und sich halt einen Kuchen daraus backen. Und ich suche wieder einen Namen für unseren Sauerteig. Also bitte Ideen für den Namen in die Kommentare. Da bin ich gespannt. Und ich mache uns jetzt einen Frühstücks-Smoothie. Wir trinken den jeden Morgen. Das wissen viele von euch. Und ich werde immer wieder nach dem Rezept gefragt. Und ich werde das jetzt einfach mal unten in die Infobox schreiben. Und unter jedem Video lasse ich es einfach stehen, damit, ja, falls ihr Interesse habt an unserem Smoothie-Rezept, das ist unten in der Infobox. Jetzt gehe ich aufs Sofa, mein Video schneiden. Oder euer Video. Tada!
Ich habe jetzt den Backofen angemacht. Der heizt jetzt auf 240 Grad vor mit einer Schüssel mit Wasser unten drin. Und dann kommt das gleich, stürzt sich das so aufs Backblech. Boah, ich habe voll die geschwollenen Hände so vom Wasser in der... Oh je. Aus. Müsste ich noch einschneiden, ne? Mach ich mal eben. Das habe ich jetzt total vergessen. Machen wir das mal eben. Und drei habe ich immer gemacht. So. Und jetzt. Frohes Backen. Tada! Oh, das riecht so lecker. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Das ist noch lauwarm jetzt. Ich schneide es aber noch nicht an, weil frisches Brot ist echt doof zu schneiden. Das mache ich erst, ja, frühestens heute Abend. Wahrscheinlich eher morgen. Nur Tipp, mir ist das egal. Wie schmeckt das? Ja, wie Brot. Lecker. Das wollte ich jetzt mehr. Komm. Ich würde sagen, wir machen keine Brotbackmischung mehr, ne? Ja, wir haben noch ein paar. Ja, die machen wir noch weg, aber ich würde sie nicht mehr holen. Das schmeckt so lecker. Es fehlt uns nur noch die Brotschneidemaschine. Hör auf! Was wollen wir mit dem Wasser machen? Ja, wir wollen es unter den Tannenbaum. Aber das Murphy will es lieber. Na dann krabbeln wir da unten hin. Da vor der so. Baum. Ja, da ist ja ein Loch, wie so eine Vase. Da rein. Er sagte, warum muss er jetzt da raus trinken? Murphy, du bist doof. Da hat das Gewisse. Wie tief ist jetzt das Wasser? Kannst du das sehen, Calvino? Keine Ahnung. Ja, warte halt mal. Ja. Also ist der Stamm im Wasser drin? Oh, müsste eigentlich. Und hör auf mich zu beißen. Calvino, ich Murphy, komm hier. Mach das. Smurfy, komm hier. So. Und, ist der Stamm im Wasser? Nein, es läuft unten, glaube ich, raus. Nein, das läuft nicht raus. Warum? Hier ist was los. Bernd geht jetzt zum, weiß ich nicht, achten Mal rein, glaube ich. Weil wieder was vergessen. Auch außer Atem, als wir jetzt im Auto saßen. Oh mein Gott, das hat gedauert. So. Also, wir gehen zur Hebamme. Das Baby muss kontrolliert werden. Muss nicht, aber... Wir haben da heute einen Termin und den nehmen wir jetzt natürlich wahr. Vor Weihnachten, der letzte Termin. Vielleicht sieht man ja schon mal ein paar Wehen, wäre ja auch nicht verkehrt. Weil am Samstag ist ja 37 plus 0. Und ich habe gesagt, so ab Donnerstag, Freitag darf sie kommen. Hat die Hebamme auch gesagt, also ab Donnerstag, Freitag könnte ich im Geburtshaus entbinden. Ungefähr, also so um 2-3 Tage, da wird sich keiner beschweren. Ja. Hast du jetzt alles? Weiß ich noch nicht. Ich fahre nochmal zurück. So, und? Da geht eben noch ein Kriegszeug zu holen, ja, ne? Ja, hast du noch gesagt. Aber jetzt oder nachher? Weil. Du wirst Durst kriegen in einer Viertelstunde. Ich habe Wasser mit Mineralwasser dabei, mit Kohlensäure dabei. Ja, das reicht bis zum Rückweg. Mir reicht das. Und gut. Dir? Ich brauch nicht. Misanthrop, ich brauche nichts trinken, ich hasse alles. Was macht er? Der guckt und wartet auf die Dinge, die da kommen. Hat der Knochen schon runtergefiert? Auf die Hände. Ja. Meine Güte, ey. So. Ich dann wieder auskotzen, kann morgen fliegen. Das geht schon los, Sperrung auf der Route. Wo steht das? Da stand Straßensperrung, nicht Sperrung.
Ja. Ich wollte irgendwas erzählen. Mit den Weihnachtsgeschenken wollte ich erzählen. Wie alle erschnüffelt hast. Jo, erschnüffelt. Ja, jetzt guckst du in den Kofferraum hin. Du hast gesagt, ich sollte Bernds dicke Winterjacke mitnehmen. Und die habe ich in den Kofferraum gelegt. Ja, reinlegen, nicht schnüffeln. Da stehen da zwei Sachen. Ja. Dann habe ich noch überlegt, boah, die sind bestimmt für mich, soll ich jetzt fragen? Ja, hast du einfach mal so getan. Nein, konnte sie an dir halten. Da habe ich gefragt, hätte ja auch für deine Mama oder Schwester noch sein können. Hätte ich dir ja schon gesagt, meine Schwester badet nicht. Egal. Und den Tag auch, habe ich den Hund angeschnallt. Da lag auch hinten was auf dem Sitz. Für wen? Was ist das denn? Karton aufgerissen. Jo! Was ist das denn? Oh. Nein. Ah, du auch. Gestern im HWR. Ich habe sofort weggeguckt. Was ist das denn? Soll ich das denn ausräumen? Hier? Ja, hol raus. Ich frage extra noch. Was ist hier drin? Weiß ich nicht. Ja. Und sag, guck nicht rein. Nein. Dann sehe ich das da, den Umschnall-Dildo. Hör auf, das ist ein Geschenk für dich. Du bist doof. Würde ich ja überrascht tun, wenn meine Oma das sieht mit 88. Das stimmt. Die ist übrigens ja 87, ne? Die ist 86 aktuell. Oh, toll, wenn die das wüsste. Die schaut bestimmt unsere Videos ganz regelmäßig auf ihrem super iPad. Verbraucht dann Strom. Vloggen wir dann Heiligabend, auch wenn die anderen alle da sind? Wir müssen ja zeigen, was wir uns schenken. Das wollen alle wissen. Das ist so angepriesen. Nein, ich habe das nicht angepriesen. Ich habe euch erzählt, was ja auch die Wahrheit ist, dass wir uns eigentlich nichts schenken, aber Calvino jetzt in einem Alter ist, wo er auch gerne schenkt. Deswegen wolltest du ja eigentlich auch mit Calvino nach Dortmund shoppen gehen. Und Kleinigkeiten holen. Das sind alles nur Kleinigkeiten. Unsere Geschenke. Deine vielleicht. Deine vielleicht. Wer kriegt was Großes? Du. Badesalz. Was hast du noch entdeckt von den vielen Geschenken? Egal, das will ich doch jetzt nicht verraten. Das nimmt doch die Spannung. Was denn? Ach so. Ja, damit wenigstens ihr überrascht seid. Was hast du denn noch geleakt davon? Sag ich dir nicht. Und ich denke nicht, ich kann schon raus. Ja, jedenfalls fahren wir zur Hebamme, habe ich euch schon erzählt. Kontrolle. Wir müssen noch einen neuen Termin machen für vor Weihnachten, vor Silvester. Nein. Und ich glaube, Akupunktur gibt es auch wieder. Mhm. Und ich habe schon gesagt, vielleicht sind heute mal ein paar Venen da. Das ist schon mal so ein bisschen. Hör auf, dich zu früh zu freuen. Ich will das bald dieses Jahr nicht mehr rausgepresst haben. Okay. Du? Ja, ich liege nur auf dem Sofa. Ja, ist ja nicht schlimm, dann chill doch. Genieß die Zeit. Das hört bald wieder auf für 10 Jahre. Das Chillen. Ja, aber das ist nicht schön, weil ich auch nicht weiß, wie ich liegen soll. Ja, rechts, links, Rücken, Bauch, Kopf. Ja, auf dem Bauch. Soll ich mich mal auf den Bauch legen? Wie so ein Brett, wo ein Ball drunter liegt. Ersten, da kannst du kommen lassen. Gehen. Macht er da? Duschen. Voller Lumpen. Da stand einer an der Busse nur so im Regen mit so einem Tuch und. Mit zu Hause ein altes Öltuch und ich für die Ölwanne abputzen. Ey, war voll löchrig und dreckig. Ja. Hauptsache trocken dann, oder nicht? Können wir noch einen Tannenbaum kaufen? Noch einen? Nein. Fenster zu machen. Also, wir sind schon wieder fast zu Hause, sind noch eben hier Falafeldürüm holen, hatten das vorbestellt telefonisch und Bernd holt das gerade ab. Bei der Hebamme war alles super, keine Anzeichen, dass es bald losgeht, aber ja, ich habe gesagt, dann soll sie jetzt auch bis nächstes Jahr warten. Also ich will jetzt nicht zwischen den Feiertagen oder an den Feiertagen. Da brauchst du auch nicht losgehen, die Geburt. Also, ja, jetzt habe ich nächsten Termin vor Silvester noch. Aber dieses Jahr auf jeden Fall nochmal zur Kontrolle und zur Akupunktur, genau. Und Bernd war noch eben im Kaufland, auch noch, genau. Ich habe im Auto gewartet. Und jetzt gibt's Falafeldürüm und Pommes. So, aua, aua, Eti, damit jetzt alle sehen, wie irre du bist. Ja. Was machst du da?
Ha? Der ist irre. Ha? Guck, er hat sich hingelegt. Gut, wir waren gerade im Regen spazieren. Und sind ein bisschen nass geworden, weil wir natürlich keinen Schirm dabei hatten. Hätten wir einen dabei gehabt, hätte es nicht geregnet. Egal. Ja, ich wollte eigentlich nur noch den Vlog beenden. Danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.